Lol, was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Ist ein Bossgegner. Und zwar eine Turtle. Oh, ist er niedlich. Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einer weiteren kleinen Folge Minecraft hier auf diesem Kanal. Und wir sind ja letzte Folge hier in diesem Dungeon stehen geblieben. Ich bin hier oben auf diesem wunderschönen Kronleuchter. Sidex ist noch da unten, der übrigens hallo. Auch dabei ist. Ja, hallo. Echt? Und ich will jetzt heute den Knopf hier drücken. Und wir haben ja noch ziemlich geile Sachen in der Truhe hier drin, muss ich sagen. Okay. Oh, Schallplatten. Yeah. Willst du noch und hier oben ist. Oh, hier oben ist der Knopf. Wahrscheinlich macht der nur alles aus oder so. Aber. Leicht explodiert doch alles, das werdet ihr in kürzester Kürze erfahren. Übrigens, wir haben jetzt eine neue Videobeschreibung. Habe ich gerade gemacht. Ja, yeah, lest euch alle drauf. Durch. Also schon mal 10 Likes, wenn ihr die cool findet. Also die wird schon in den letzten Videos sein. Alles klar. Aus eurer Sicht. Also ich schon weiß, geändert ja. sein, aber. Da haben sie nicht angekündigt. Oh. Ja, so, ich werfe jetzt mal ein paar Sachen. Nein. Mandolin Ingot. Was? Ich habe hinten noch richtig guten Stuff bekommen gerade. Unter anderem Mandolin Ingot. Keine Ahnung, was ist. Ich habe einen Poison Stuff. Alter, hier hinten, das sind die OP-Kisten. Alle möglichen Essenzen, Goldblöcke, Eisen. Ich muss mal alles in meinen. Und man wäre hier auch einfach über die erste Etage reingekommen. Ja, kann sein. Ich glaube, im Keller gibt es noch ein Secret. Das werden wir auf jeden Fall gleich beobachten. Wir werden es gleich beobachten. Gut. Genau. Also, hast du den Schalter schon gedrückt? Nein. Ich will erstmal dahinter kurz gucken. Mach das jetzt mal. Sollte die Redstone-Schaltung. Und schau nicht alles in die Luft fliegen. Warte. Da war eine Redstone-Fackel und ich habe es abgebaut. Okay. Bist du bereit? Nee, da passiert nichts. Da war eine Redstone-Fackel und ich wollte reingucken, was da ist und deswegen habe ich es aus. Und die war hier auf diesem Block. Das war der epische Cliffhanger von der letzten Folge. Ich möchte aber mal gerne nach ganz unten. Warte kurz. Immer weiter nach unten. Oh shit. Okay. Ich baue hier gerade noch. Ja, Sekunde. Ich hab Weakness, oder? Ist es Weakness? Ja, es ist Weakness, aber nur ganz kurz. So. Und dann so. Nein. Oh, man kann ja nicht sprinten. Ah! Ey, ich hab hier noch eine von Gerbov gefunden. Ich hab hier noch eine Kiste. In der ich schon war. Jo, wahrscheinlich. Ist es Gerbov? Oh, warte, ich muss die Musik ausmachen. Gerbov. So. Gerbov. Besser. Fällt von. Hit the Crown to Heart. Wo bist du? Ich bin schon eine Etage drunter und ich bitte um deine Unterstützung, weil ich bin gerade ziemlich doll. Ja. Oh, das warst ja du. Ups. Ich hab dich verwechselt. Hätte ich das gewusst, dass es im Haus gestorben ist. Ich dachte, das ist ja irgendwie außerhalb. Frag mich nicht warum. Ich übernehme keine Haftung. Keine. Das habe ich auch nie erwartet von dir. Also übrigens ist es auch nicht so wie bei. Wie heißt es? Nicht so wie bei Infinity, dass man den Grab schon abbaut, die Items zurückbekommt. Mhm. Sondern die shoppen daneben und die sind natürlich gespawnt über die Zeit. Aber es waren eh keine wichtigen als von dem her. Haben wir nur etwas, unsere Kisten sortiert und haben halt Gerbov als kleines Opfer dafür benutzt. Ja, also. Irgendeinen braucht man ja am Ende der. Ja, genau. Das Opfer am Ende der Nahrungskette. Genau, und bei uns ist halt Gerbov. Ja, genau. Damit muss man einfach leben. Man muss mit seinem Schicksal zurechtkommen. Und wer das nicht kann, der tut mir leid. Wir sind richtige Propheten. Ja. So. Haben wir unsere Ebene jetzt gelootet? Beziehungsweise. Ja, ich glaube, wir können jetzt auch raus, weil. Nein. Immer weiter nach unten. Hier geht's nochmal weiter nach unten. Echt? Ich kenne im Keller, soweit ich weiß, ein Secret. Ist sich auf jeden Fall. Eine Lupe möchte. Na, wenn das alles ein bisschen zugezählt wird, dann können wir ein bisschen schneiden auf jeden Fall.
gesucht nach dem Secret, aber ich glaube, das war hier noch nicht. Und ich glaube, es gibt auch noch einen Bossgegner ganz unten. Nice. Wobei ich da nicht sicher bin. Danke. Bitte. Das sieht hier doch fast aus wie ein König. Hier ist irgendwo eine Essenz. Was ist eine Essenz? Hier liegt so eine Essenz rum und ich habe einfach keinen Platz mehr im Inventar. Eine Eis-Essenz, wow. Okay, das braucht man nicht wirklich. Dankeschön. Keine Ursache, das war der Rache. Oh, nice. Oh, ich habe eine richtig geile Axt bekommen. Ich habe hier auch so einen schönen Raum. Oh. Ich hab die Meteorite Axe. Okay. Diese Mobs sind einfach so easy. Dankeschön. Den meisten Schaden, den. Oh, ich hab einen Golden Bow. Oh, nice. Die Schuhe sind gut. Die wollte ich mir auch schon mal so craften. Aber wir haben. Uns fehlt, glaube ich, noch eins Geld. Das ist doch so ein Scale-Schuh, oder? Wie heißt der? Warte. Wie heißt der Schuh? Alter, der ist nice. Wie heißt der Schuh? Diamond Planted Scale Boots. Ja, Scale. Scale Boots. Deswegen habe ich auch am Anfang diese Tiere da mitgenommen. Boah, es ist hier dunkel. Das ist diese Armadillos. Weil die droppen auch Scale, damit kannst du dir diese Rüstung craften. Alles klar, hier stecken gerade einfach so ein paar Pfeile bei mir in der Luft. Wo bist du? Ich laufe dir hinterher. Macht der irgendwie Schaden? Ist, soweit ich weiß, sind irgendwo das Secret. Ja, ich hatte Poison. Irgend so ein Rare Mob hat mir schon Poison gegeben. Oh, Creeper, komm, nice. Arbeite für mich. Nein, der Creeper ist am Feuerschein gestorben. Lol, ich kann mit dem Bogen bis zu 13 Schaden machen. Ja. Nice. Ja, das ist ja tatsächlich das Secret. Warte, du bist schon dran vorbeigerannt. Es ist so genial, dieses Secret. Warte. Freu mich. Also erstmal haben wir fast unendlich Pfeile, wobei wir eh Infinite auf uns haben. Zeug machen können. Hast du Fackeln und so? Weil bei mir ist es gerade extrem dunkel. Okay. Alles klar. Ich renn da jetzt einfach mal durch, ne? Nein. Willst du es nicht mit Fackeln machen? Weil es ist dunkel. Oder geht's in der Aufnahme? Oder hast du Gamma hochgestellt oder sowas? Ich guck mal kurz, es geht in der Aufnahme eigentlich. Warte, wir machen es kurz gescheit. Ich habe hier eine ganz geile Axt bekommen. Nein, kack. Also, muss mal ran. Ja. So, ich habe irgendwie echt viel zu viele Sachen. Tut mir leid. So, dann baue ich mir hier kurz einen Baum ab mit meiner Super-Axt. So, und dann komme ich wieder zurück. Hi. Dann mache ich jetzt ganz viele Fackeln. Ja, genau so craftet man Fackeln, einfach komplett falsch rum. So. Schau mal hier, wenn du da drauf gehst, dann werden einfach nur eine Self-Pfeile geschossen. Lol, was ist das da hinten? Was das ist das da hinten? Ist ein Bossgegner. Und zwar eine Turtle! Oh, Achtung, ist ja niedlich. Du wirst so nach oben geschleudert, wenn du da drin landest. Giant Turtle. Oh lol, hi. Also das einzig Starke ist, dass wenn die dich halt in so einer Wasserblase hast und du nach oben treibst, dass du es sein kann, dass du in der Wand stecken bleibst. Okay, aber der ist jetzt irgendwie nicht wirklich stark. Oh fuck, ich war gerade in der Wand, nice. Stirbst du? Nö. Okay, die hat nicht mehr viele Leben. Ah, die regeneriert richtig schnell. Wir müssen auf jeden Fall draufhalten. Ja, die haben wir. Jetzt ist es. Okay. Boom. So, und jetzt ein paar Diamanten. Und zudem Turtle Scale. Ich kann jetzt auf jeden Fall mal die Pfeile mitnehmen auf der Seite. Hier hinten ist eigentlich der Ort, in dem sie sich aufhalten sollte, aber ich denke, hier ist nichts mehr, soweit ich das weiß. Warte. Nee, hier geht's raus. Wir können hier auf jeden Fall mal raus. Ja. Boom. Jo. Ich nice, feiere aber trotzdem noch dieses Secret. Irgendwie cool, die Turtle. wie sieht's mit deinem Inventar aus? Guck mal, was ich. Lol, ich habe hier was gefunden, ne?
Sieht aus wie so ein Drache von außen. Ich laufe gerade runter. Okay, dann gehen wir noch kurz in das Dungeon hier. Okay, also die scheint helles, die sehen ziemlich stark aus, diese Mobs hier drin. Oh ja, echt scheiße stark. Das sind ganz normale Zombies. Ja, aber... Aber weißt du, es wäre nicht Minecraft, geh mal kurz. Lecker. Da geht's ja weiter. Ja. Komm, geh weiter. Geh du vor. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Ja. Lol. Ja, da habe ich mich gerade durchsetzen. Hi. Dankeschön. So, ein bisschen ausleuchten. Aber irgendwie gibt es hier nicht. Oh, hier sind. Oh, ich habe ein Backpack getroffen. GG. So macht man das. Ein ganz normales Skelett, okay. Die gehen dann noch in ihre Schwierigkeitsstufe. Oh, hier sind Knöpfe. Hier sind ganz viele Knöpfe. Das müsstest du auch Spaß damit haben. Okay. Sag 1, 2, 3, 4 oder 5. 2. Was? 2 und ich halte mich außerhalb. 2 oder 3? 3. 3 wie. Okay, einfach 3. Okay, warte. Warum machen wir das überhaupt? Geil. Aber warte, hier lang geht's auch noch. Das ist eine Sackgasse, genau. Wahrscheinlich ist hier hinten auch noch eine Sackgasse. Wir könnten rein theoretisch die Pistons mitnehmen. Ey, ohne Scheiß, warum nehmen wir die ganzen Pistons? Pistons kosten Holz und Cobblestone und ein Eisen. Ich glaube, das haben wir. Okay. Ja, okay, gut, vielleicht ja. Blumentöpfe kannst du schon eher mitnehmen. Ich habe keinen Platz mehr in meinem scheiß Inventar. Warte mal, komm mal kurz her. Ja, hier nehmen wir halt noch ein Backpack von mir. Hier noch das große. Was hau ich weg? Den Iron Speer, der ist sinnlos. Oh, danke schön. Du hast mich gerettet, Junge. Okay. Oh, geil. Ich habe, glaube ich, immer noch einen leeren Backpack. Ich weiß gar nicht, woher du so viel Stuff hast. Ja, ich habe immer noch einen leeren. Also ich hatte einen großen und der ist halt fast voll. Wo bist du hin? Komm mal hierher. Hier geht's weiter. Ich war auch noch nie in so einem Dungeon übrigens. Ich weiß nicht, was uns hier erwarten wird. Ich auch nicht, aber ich hoffe, was Geiles. Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. Oh. Oh mein Gott. Wärst du gerade auch fast reingerannt? Ja. Aber wir hätten eh unsere Stellen, denen wir uns rausporten. Trotzdem. Vor allem. Sand. Ja, und die Teile sind auch richtig langsam auf Sand. Oh, nice. Geht ihr? Ich hab grad irgendwas aus Redstone kaputt gemacht. Hier geht's auch noch weiter. Oh mein Gott. Okay, ich dachte gerade, es ist irgendwie TNT. Oh! Oh, sieht das schön aus, der Loot hier. Komm mal schnell. Ich glaube, ich habe hier gerade eine Falle zerstört. Ich habe gerade eine Falle zerstört. Komm mal, hier. Backpack. Oh, nice. Warte, ich denke, was du da nicht so ins rein. Oh, geil. Lol, ich habe eine fancy Lamp. Nice. Nice. Wir können jetzt einfach alles mitnehmen. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ja, da können wir uns vielleicht auch... Guck mal, ich glaube, ich habe eine Falle zerstört, weil hier war überall Redstone und das habe ich durch den Creeper in die Luft gejagt. Okay. Mal so eine Frage, wie lange geht die Folge schon? Ich habe nie einen Überblick. Ziemlich genau 15 Minuten, aber ich habe ja noch ein bisschen vorher aufgenommen. Ja, am Anfang. Oh, wir waren hier oben schon, oder? Waren wir hier schon? Oder war es so Holz? Weiß ich nicht. Hier geht's doch Safe Call weiter, das kann niemand erzählen. So. Alter. Das Dungeon ist einfach so riesig.
Rare Mob hat, ne, okay, so eine Sensi getroppt. Ich glaube, wir sind fertig mit diesem Dungeon, oder? Warte mal, hier drüber ist Wasser. Okay, mit deinem Stab kannst du hoch. Warte mal. Ich habe hier einen Ausgang. Das ist. Nein. Nee, das ist wieder dieser Gang. Das ist wieder dieser Gang. Okay, da war gerade eine Piste. Ja, das ist wieder dieser Gang, wo wir rübergelaufen sind mit dem Wasser, weißt du noch? Ich dachte. Ach so, ja, stimmt. Ich dachte gerade echt, dass ich sterbe, weil es hat sich so ausgesehen, ob es unendlich nach oben gehen würde. Da war ich einfach nur so zwei Blöcke über dem Boden. Jetzt hier auf jeden Fall. Naja, gehen wir einfach zurück. So. Wollen wir jetzt erstmal nach Hause gehen? Ja, würde ich sagen. Und unsere Sachen also wegtun und neue Rucksäcke machen und so. Ich würde sagen, ja, wir sind jetzt fertig. Wir gehen jetzt noch kurz aus dem Dungeon wieder raus und dann. Okay. Wo geht's lang? Ja. Also ich folge dir einfach mal, ich vertraue dir, dass du den richtigen Weg einschlägst im Leben. Nein! Weißt du, du läufst einfach auf diese Druckplatte und hinter mir schließt sich alles. Boah, Jump'n'Run so W sind ja auch, ne? Ja, richtig nice. So, ja. Ich fliege einfach drüber, ne? Also. Aber verschwende diese Sticks nicht zu sehr. Nein. Weil, wie du weißt, die sind etwas teurer, die Exicles. Ich glaube, ich bin wieder draußen. Aber schau mal von außen. Was denkst du, wonach sieht es hier aus? An einem Drachen. Dachte ich auch am Anfang, aber mittlerweile denke ich, dass so ein Totenkopf darstellen soll. Ja, guck mal, da drüben sind noch Dias. Aber brauchen wir? Dias ist echt unsere geringste Sorge gerade. Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, wir wollen dann hier die Folge beenden und dann gehen wir offscreen nach Hause. Genau. Und dann seht ihr nächste Folge. Eine wundervolle. Wir könnten mal wieder Chocobos oder irgendwelche geilen Chocobos suchen. Ja, das können wir echt machen. Also es gibt goldene. Fast nur gelbe. Es gibt nur gelbe auf der Map. Das heißt? Andere Farms sind richtige Ausnahmen. Die gelben können nichts. Aber die kannst du eben züchten. Und diese gezüchteten mit anderen Farben kannst du dann wieder züchten, dass letztendlich ein goldenes rauskommt. Achso, okay. Die sind dann halt die, wo fliegen können. Oh, wir haben gerade Vererbungslehrer in der Schule, also. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und ich würde sagen, haben wir noch was zu erzählen? Nein. Nee, oder? Außer. Nein? Nein? Tschüss. Ciao.